Ampeln. Ampeln! Was sind Ampeln? Klau ich wieder die Intro-Mechanik vom Internet Historian? Aber ja. Klebst du mich jetzt deswegen an eine Ampel? Warum sind Ampeln überhaupt rot, gelb, grün? Warum nicht bla bla bla? Oklovolt! Sorry, ich geh mir schon selbst auf den Sack damit. Oklovolt, fahr doch jetzt! Nee, es ist noch blau. Und sehen die Fußgängerampeln im Osten Deutschlands immer noch anders aus als die im Westen? Und wann hört dieses dämliche Intro endlich auf? Jetzt. Ich hab ein neues Wort gelernt. Ausdauer. Soll angeblich bedeuten, dass man nach 4 längeren Videos nicht wieder direkt das Handtuch wirft und sich komplett auf Shorts konzentriert. Ihr macht's mir allerdings auch nicht wirklich schwierig mit euren sweeten Kommentaren. Keine Sorge, ich lese die mir tatsächlich fast alle auf dem Pott durch. Ich habe auch ein anderes Wort gelernt. Und es hat mit etwas zu tun, was wir auch alle regelmäßig benutzen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass nicht alle wissen, wie man es tatsächlich nennt. Ich wusste es nicht. Hab's in der Bahn in einem Artikel gelesen und versuche aus dieser einfachen Tatsache jetzt ein ganzes Video aus meiner Nase zu ziehen. Okay. Die erste Ampel der Welt gab's 1868 in London. Die wurde mit Gas betrieben und explodierte regelmäßig. In Deutschland gab's die erste Ampel 1924 in Berlin. So sah die aus. Sigmund an der Ampel explodierte regelmäßig. Es ist grün! Ampeln gibt's für Autos, Busse, Fahrräder, Fußgänger, Züge, hitzige Diskussionen am Esstisch. Und wenn du als Fußgänger an einer Kreuzung stehst und deine Fußgängerampel rot zeigt, dann drückst du auf so einen Knopf, dann steht da, bitte warten, du Lauch. Hast du nicht mal Kohle für CLA 45 AMG oder was? Und deine Fußgängerampel switcht zu grün. Dieser Bims hat ein eigenes Wort. Und es wundert mich, dass es noch kein Fußgängerverein auf die Barrikaden getriggert hat. Battle-Ampeln. Das ist das Wort. Diese Ampeln heißen Battle-Ampeln, weil du als Fußgänger dein Recht, über die Straße zu gehen, erbetteln musst. Fand ich irgendwie ein bisschen witzig. 2004 wurde in Hamburg die Battle-Ampel an 13 Kreuzungen versuchsweise eingeführt und das mit der Begründung: den städtischen Verkehr durch Optimierung von... Ach komm, lass stecken. Und 18 Jahre später will man in Hamburg jetzt wieder was testen. Weil wir Hamburger, wir testen gerne Dinge. Zum Beispiel gute Laune. Finde, eine Gehaltserhöhung sollte da schon drin sein. Ach du meine Fresse, was bist du denn jetzt? Denn jetzt ist in Hamburg der Plan, eine Kreuzung zu nehmen und das Spiel einmal umzudrehen. Die Fußgänger sollen priorisiert werden und die Autofahrer müssen betteln, wenn sie über die Kreuzung wollen. Die offizielle Begründung hierfür ist: was ist denn los? Kann man auch seinen Senf dazugeben, wie die Battle-Mechanik aussehen darf? Ich bin ja persönlich dafür, dass man dann auf keinen Knopf drücken, sondern so lange hupen muss, bis die Ampel dann endlich auf grün umspringt. Hast du eigentlich den Ofen ausgemacht? Ja, klar. Ach Mist, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen! Nee, Spaß beiseite. Fährt ein Auto an die Kreuzung, wird diese von einer Wärmebildkamera erfasst und die Ampel weiß, dass da ein Auto wartet. Und in Bin von nur wenigen Sekunden soll die Autofahrerampel dann schon auf grün schalten. Falls hier übrigens irgendein Unterton von meiner Seite aus durchs Video schwingt, dann lasst mich euch versichern, es ist mir eigentlich alles ziemlich lax mit diesem ganzen Ampelgedödel. Von mir aus kann ganz Hamburg auch nur aus Kreisverkehren bestehen. Oder man macht's wie bei mir damals im Kindergarten. Dass jeder mal für einen Tag die Duty hat, in der Gruppe Straßen theatralisch zu blockieren, wenn Fußgänger rüber wollen. So richtig mit Händchen halten, weil sonst bringt das nichts. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dieses etwas kürzere Format mit "ich mach Cartoons, aber laber auch ab und an in die Kamera" gut findet. Ich schmeiß im Endeffekt einfach nur Sachen gegen die Wand und schau, ob sie kleben bleiben. Halt, stopp! Eine kurze Info noch. Ich habe mir noch einen YouTube-Kanal aufgemacht. Warum hast du noch einen YouTube-Kanal aufgemacht? Warte mal, erstmal, youtube.com/@tonton.mp4. Und warum hast du den jetzt aufgemacht? Vielleicht mache ich da Kram, der auf diesen Kanal nicht draufpasst. Vielleicht könnten es irgendwann Reactions sein. Weiß ich noch nicht. Oder vielleicht ein ganz anderes Format. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Backup-Account, falls meiner ist, irgendwann wegen irgendwas beschlagnahmt wird. Und selbst wenn es darum geht, dass ich da hinten einfach noch einen silbernen Play-Button aufhängen kann, I don't know. Wie in Gurkistan, wir wissen mal wieder gar nichts. Außer, dass da noch ein YouTube-Account ist, auf dem noch nichts drauf ist. Deswegen geht da mal alle drauf. Wenn ihr wollt, no pressure an dieser Stelle. Küsse gehen raus, euer Plankton. Ach du meine Fresse, was bist du denn jetzt?